Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, zum Appendix der Companion Bible sind wir nun bei Anhang 39, der Dekalog, also die 10 Gebote, 2. Mose 20, 2 bis 17. Prüfet alles und das Gute behaltet. Die 10 Gebote sind auf verschiedene Weise aufgeteilt worden. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt. Also auf der linken Spalte die Gebote 1 bis 10. Und dann seht ihr die englisch-reformierte, jüdisch-talmud, masoretisch, griechisch und römisch-lutheranisch eingeteilte Verse. Der Unterschied zwischen der römisch-katholischen und lutherischen Kirche besteht darin, dass der römisch-katholische Kirche das Gebot 9 zum Schutz der Frau macht, während die lutherische Kirche es zum Schutz des Hauses macht. Die masoretischen Abteilungen stimmen mit dem römisch-katholischen überein. Die englisch-reformierte Abteilung stimmt mit dem jüdischen und talmudischen Abteilung darin überein, dass sie Vers 2 einschließt und unterscheidet sich darin aber, dass sie Vers 3 in Gebot 1 statt in Gebot 2 einschließt. Die Struktur beweist, dass dies alles richtig ist. Es ist interessant, dass Christus sein Siegel auf jedes der 10 Gebote in den folgenden Abschnitten gesetzt hat. Matthäus 22, 37, Johannes 4, 24, Matthäus 5, 34, Markus 2, 27 und Lukas 13, 14, Matthäus 15, 4 bis 6 und 19, 19, Markus 7, 10, Matthäus 5, 21, Matthäus 5, 28, 19, Vers 9 und 18, Matthäus 15, 19, Matthäus 12, 34, Matthäus 5, 28. In Matthäus 19, 18 liest der Herr das Gebot 10 weg, um seinen Fragesteller zu überführen. Der sagt, alle diese habe ich gehalten. Daraufhin überführte ihn das Gebot des Herrn in Vers 21 wegen seiner Übertretung, wie der Kummer des Mannes in Vers 22 zeigt. Hier habt ihr das Bild aus der Companion Bible. Companion Bible ist recht günstig zu erwerben. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, zusammengestellt von unserem Bruder Antonino. Vielen Dank. Yeah, yeah.